Tja, Pleiten, Pech und Pannen gehören leider auch zum Leben eines Rockstars mit dazu. Wir haben euch mal die spektakulärsten Bühnenunfälle hier in Video 1 schon reingepackt. Aber es gibt noch so viel mehr, was nicht so ganz geklappt hat. Deswegen jetzt hier Part 2, bevor es losgeht. Wenn ihr es nicht schon getan habt, abonniert gerne den Kanal und drückt die Glocke. Nita Strauss, eine Legende an der Gitarre. Sie hat schon bei Arch Enemy, In Flames und besonders oft bei Live-Auftritten von Alice Cooper mitgewirkt. Neben ihrem unfassbaren Können hat sie aber auch noch ein eher unglückliches Talent. Sie fällt gerne mal auf der Bühne hin. So gibt es zahlreiche Auftritte, wo sie entweder auf der Bühne oder sogar von der Bühne stürzt. Zum Glück scheint sie aber auch ein Talent für den richtigen Aufprall zu haben. Ihr ist bei ihren ganzen Abstürzen bisher nichts Schlimmeres passiert und sie konnte sich immer wieder aufrappeln. Campino. Was das tapfer Durchziehen betrifft, haben wir hier gleich den nächsten Kandidaten. Auf der Bühne Vollgas geben und das Publikum mitreißen, ist das Ziel der meisten Rockstars. Leider kann das auch mal schiefgehen. Punk-Legende Campino von den Toten Hosen musste das im Jahr 2000 feststellen. Beim Rock am Ring-Auftritt versucht er zu springen und in cooler, breitbeiniger Pose zu landen und tritt dabei blöd auf. Er verdreht sich das Bein und fällt hin. Er zieht das Konzert durch und nur ein paar Tage später spielt er auch noch das Pink-Pop-Festival. Da er dann aber kaum noch laufen kann, begibt er sich endlich in ärztliche Behandlung und bekommt die Diagnose Kreuzbandriss im linken Knie. Die Folge ist ein Auftrittsverbot für 4 Monate und die Absage von den nachfolgenden Konzerten. Sid Wilson. Bis zum bitteren Ende könnte auch das Motto von Slipknot sein. Die US-Rocker haben leider auch schon des Öfteren mal den ein oder anderen Unfall auf der Bühne gehabt. Corey Taylor zum Beispiel hier. Aber auch die anderen Slipknot-Mitglieder sind da kein Fünkchen besser. Besonderer Experte ist Sid Wilson. Der DJ springt ja gerne mal aus großen Höhen in die Menge. Leider hat das aber beim Rockstar Energy Festival im Jahr 2008 nicht so gut geendet. Etwas übermütig springt er beim Intro zu Psychosocial von einem echt sehr hohen Vorsprung auf der Bühne und bricht sich bei der Aktion beide Knöchel. Aber allen Widrigkeiten zum Trotz spielt Sid einfach mal das Konzert zu Ende und auch noch die folgende Tour. Er bekommt einen Rollstuhl hinter sein DJ-Pult gestellt und sein Setup angepasst und zieht einfach gnadenlos durch. Yannick Gers. Die nächsten 3 Unfälle könnte man eigentlich alle in der Kategorie Pechvogel verbuchen. Fangen wir hier mal mit dem Iron Maiden-Gitarristen Yannick Gers an. Er fällt ja durchaus auch öfter mal über die eigenen Füße oder schmeißt seine Gitarre aus Versehen ins Publikum. Aber sein größter Unfall war wohl, als er bei der Metal Tour 2000 in Mannheim von der Bühne stürzte. Beim Posen während der ersten Zugabe, Number of the Beast, möchte er einen Schritt zurück machen. Aber leider ist da gar keine Bühne mehr. Gers fällt 3 Meter in die Tiefe, schlägt sich die Stirn auf und wird ohnmächtig. Er wird sofort abtransportiert und bekommt 6 Stiche. Leider ist er dann auch erstmal nicht mehr einsatzfähig und die Folgeshows in Essen und Athen werden gecancelt. Es bleiben aber keine Folgeschäden und so kann Yannick Gers heute wieder alles auf der Bühne geben. Rob Halford. Während einer Show im August 91 fährt der nämlich mit einer Harley-Davidson auf die Bühne und kracht in einen Stage-Riser. Beim Eröffnungssong war die Bühne geflutet mit Trockeneisnebel. Der war allerdings etwas zu dick geraten. So kollidierte Halford mit dem unerwarteten Hindernis und fällt samt Motorrad um, wobei er sich seine Nase bricht. Den Gig hat er erstmal trotzdem in voller Länge gespielt und ist erst danach ins Krankenhaus. Die Nase hat er sich nie richten lassen und sie ist damit eine dauerhafte Erinnerung an diesen Abend. James Hetfield. Wer viel auf Tour ist, dem kann auch viel passieren. Egal ob Dinge zerbrechen, Einsätze verpasst werden oder man auf der Bühne in unerwartete Löcher stürzt. Wichtig ist, wie man damit umgeht. Das beweisen uns Metallica immer wieder. Wenn etwas schief geht, einfach weitermachen oder gemeinsam drüber lachen. Das gilt auch, als James Hetfield in Amsterdam 2017 in ein Loch in der Bühne tritt. Man sieht, wie er auf seinen Unterarm stürzt und sich das Bein verdreht. Währenddessen spielt er aber unnachgiebig weiter und gibt alles an der Gitarre. Auch als er aus dem Loch herausgehoben wird, unterbricht er nicht, sondern liefert einfach weiter ab. Dafür erntet er natürlich Riesenrespekt vom Publikum und natürlich auch von uns.
Iggy Pop. Manchmal muss man den gleichen Fehler mehrfach machen. So oder so ähnlich ist das Verhältnis zwischen Iggy Pop und dem Stage Diving. Auf seiner Tour im Juni 1997 in Columbus, Ohio, tritt Iggy selbstbewusst auf und will sich wie gewohnt in die Menge schmeißen. Doch das geht gewaltig schief. Er kracht auf den Boden, kugelt sich die Schulter aus und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Etwas Ähnliches wiederholt sich dann in 2010 in New York. Auch hier wird er leider nicht von der Menge aufgefangen und Iggy ist sich sicher, Schluss, aus, Ende mit dem Stage-Diven. Aber Iggy kann es einfach nicht lassen und er ist seither immer wieder von der Bühne gesprungen. Und endlich haben ihn die Leute dann auch mal aufgefangen. So zum Beispiel im Juni 2022 mit stattlichen 75 Jahren. Respekt. Tja, ouch, ne? Das hat schon teilweise ganz schön wehgetan beim Zuhören und Zuschauen. Aber habt ihr vielleicht auch mal irgendwo bei einem Konzert was erlebt, was nicht so ganz geklappt hat? Verratet es uns jetzt gerne in den Kommentaren und lasst gerne auch noch ein Like fürs Video da. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.